Leute sagen, sie schneiden mein Video, ich schneide beim Video. Du weißt, was ich meine. Ich rede auch ohne Mikro. Kenn Leute aus Berlin, kenn Sido und kenn auch Bauchi, egal, weil ich immer durch die Bong meinen Rauch zieh. Mal THC, mal auch Peace. Ich bin immer auf dem Peace Trail, weil ich immer krass dabei bin. Hab nichts zu tun mit irgendwelchem Gay. Auf jeden Fall ist es okay, wenn ich gerade auf die Straße zieh. Hey, ich möchte, ne, der Bauchi, also eins möchte ich euch sagen, ich möchte die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Unsere größte Freundin, die wir haben heute zutage eigentlich, ist die Eva, dass die Mutter Natur. Wir müssen einfach nur ein Kompliment. Wir müssen einfach nur quasi wie an unsere Mutter am Euter nuckeln. Mein Klaus jetzt dann echt. Man beachtet, dass ich vorher noch nicht mal aus seinem Bierglas nuckeln durfte. Meine jetzt Mutter nuckelt nicht am Euter. Wenn wir dort mal angelangt sind, dann dann erkennen wir, dass alles eigentlich ein Fluss ist. Alles ist eins, alles ist quasi unsere Wahrnehmung. Und wovon ich eigentlich rede, ist einfach nur... Zeigt euch. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt da rein alles rein... Was ihr jetzt darin seht, ist eure eigene Wahrnehmung. Ihr könnt darin die philosophischen Gedanken hin. Sokrates würde sicherlich was anderes darunter verstehen, wie zum Beispiel jetzt Marilyn Manson. Oder auch Vitalt. Wenn ich jetzt so mache. Was sagt zum Beispiel Bauchi dazu? Er sagt, alles was ihr darunter versteht, das ist eure eigene Wahrnehmung. Jo, jo, Mann. Be tight in your asshole. Wir haben auch nichts. Bis Dead Lefty Soße kommt natürlich. Der ist dann sind leider so tight, dass es burnt. Oh. Ja, hat er gesagt. Wir haben auch nichts direkt gegen die Analsex, aber sag mal, wenn so Scheiße am Schwanz dran kleben bleibt. Das ist einfach nicht so ästhetisch. Also ich bin auch ein ästhetischer Ficker. Und Leute, die gerne auf Analsex irgendwie Lust hatten, denen empfehle ich auf jeden Fall die Birne von der Apotheke. Gibt's für 6 Euro die Wasserbirne beim Apotheker. Das ist einfach nur so. Also Stefan hat hier gestern sich verplappert und ist noch Jungfrau. Ja, das ist alles Blödsinn, was der hier redet. Nur, dass ihr euch nicht irgendwie denkt, was ist los mit dem. Nicht, 22 Jahre, immer noch Jungfrau. Wir suchen nette Mädels, die Lust hätten, ihm dabei zu helfen. Noch mehr Frauen kennenzulernen von mir aus. Die Lust hätten, den Stefan zu entjungfern. Wir machen ein Casting ich auch. Ich bin Jungfrau. Bei YouTube. Macht Videoantworten. Nette Mädels, zeigt euch, Stefan ist noch Jungfrau, hier, wir zeigen ihn nochmal. Mein Penis ist absolut steril, ihr müsst keine Ängste haben und ihr könnt mich in alle Lehren einweihen. Ich leck sogar Muschis. Was machst du so beruflich? Also wirklich, ich bin bereit dazu, ich mach beruflich das, wozu ich berufen bin, und zwar Leuten zu folgen und anderen Leuten eine Führung zu geben. Das ist 50% die Waage. Und gerade im Moment denke ich über jemanden nach, der eine Plastiktüte auf dem Kopf hat. Aber das sind immer die das sind immer diese Provokationen. Zum Wohl. Prost! Ja, okay, was, kann ja sein, dass jetzt nicht nur Mädels Interessierte dieses Video sehen und helfen möchten. Kurz nur, jetzt ist mein Widerstand auf höchste Ebene, hau ab, ich hau dir in die Schnauze, Alter, das ist so ein Egoist. Ja.
sprich jetzt. Aber wir sollten ja nicht heiraten, er will ja nur entjungfert werden. Ja. Es wird Gründe haben, warum er mit 22... Eine Jungfernhaut. Boah, es gibt Informationen, die will ich nicht unbedingt haben. Okay, Rainer, vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Es gibt ja für alles einen Perversen im Internet zu finden, der auf das steht, was er gerade gesagt hat. Und du hältst die Finger bei dir, Fräulein. Habe ich noch festgestellt, dass ich nochmal extra... Ja, macht Videoantworten, sagt, wenn ihr interessiert. Und vor allen Dingen kann sein, dass ihr gar kein Mädel seid, sondern vielleicht eine Tochter habt, die das interessieren könnte und ihr vielleicht irgendwie so helfen könnt, oder ne, wenn eure Tochter, wenn ihr mal, also wir casten, wir machen jetzt halt ein Casting, wer entjungfert, wir entjungfern Stefan. Er scheint auch nicht wählerisch zu sein, weil er... Nee, er ist nicht wählerisch, das Problem ist, die Frauen sind alle zu wählerisch. Ja, also hier, Stefan will auch noch was sagen. Okay, was arbeitest du, haben wir schon gefragt. Was für einen Abschluss hast du? Also ich bin Meister von allem. Ich war unter anderem auch bei dem, kennt ihr diesen einen Typ, der diese eine blonde Tussi bei Kill Bill unterrichtet hat? Ja, ja, kennt ihr den? Ja, genau. Der später umgebracht wurde. Ja, da gehe ich mal Kaffee trinken. Bei dem war ich noch unter der Lehre. Ich habe das letzte Samurai-Schwert hergestellt. Ah, okay. Also, und, ja, Hattori Hanzo heißt er eigentlich. Ja, also, du weißt noch nicht mal, wie er heißt, du. Ich möchte eigentlich, was ich euch wirklich sagen möchte. Ja, nur sag doch mal einfach, warum du noch Jungfrau bist und warum die Mädels sich bei dir melden sollen. Wie ist es dazu gekommen? Wie kann man 22 Jahre alt sein? Was ist eine Jungfrau? Ich bin du hast dein Würstchen noch und kein Senfglas gehabt. Mein Sohn ein bisschen. Mein Senfglas, ja. Also Frauen, die mich gerne, die sich gerne als Senfglas bereitstellen würden. Ich würde gerne mein Würstchen richtig tief da rein senken. Und ich bin auch nicht abgeneigt, wenn ihr daran noch schlecken wollt danach. Ja, wir reden hier von Welt. Hallo. Ich weiß auch nicht, ne? Das ist halt Liebhaben für den Weltfrieden. Ja, ja, das ist Liebhaben für den Weltfrieden. Das ist die Aktion Liebhaben für den Weltfrieden. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass es so aussieht. Entschuldigung. Oh mein Gott, sie zieht so tief so mein Kopf. Wieso? Geht ihr das Licht nicht an, Mann? Aus irgendwelchen Gründen geht ihr das Licht an der Kamera nicht an. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es vielleicht daran... Machst du die Finger davon? Du machst mal alles kaputt, Alter. Da bin ich schon. Ja, Reflex. Mann. Ne? So, ja. Wollte ich mal gesagt haben. Er hat hier meine Plastiktüte, meinen teuren Hut auf. Die Mutter Erde wünscht ihm alles Gute für seine Bewerbungsunterlagen. Tuppes, der kommt aus Berlin aus dem Brotkorb. Ich komme nicht aus dem Brotkorb, ja? Ich bin der Brotkorb. Ich bin kein Jesuitenfeind, ich bin der Jesuit. I'm the fucking NWO. I'm the fucking Freimaurer, ja? Was sind die Freimaurer? Wir sind die Freimaurer. Wir sind die Leute. Wir sind, was wir selber entscheiden zu sein. Was wir selber sein wollen, ja? Genau. Ja, yeah. So, ich wollte immer schon mal Hip-Hopper werden, genau. Ja, wir können ja noch eine Rap-Version vom Generation Wir Song. Hier kannst du Beatboxen, Knilch. Mach mal Beatbox. Typ, mach mal Beatbox. Hey, 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 komm, Mann, mach keinen Scheiß. Nee, kein Scheiß, hier hinsetzen und mach mal Beatbox. Oder leg dich hin, wenn du zu besoffen bist. Musst du dich mal hinlegen? Ich bin in ganzer Art und Weise besoffen. Dann mach mal Beatbox. Was ich gerne, oh, sorry. Das Einzige, was ich gerne machen würde, ist, euch allen mitzuteilen, dass das alles hier gerade eine apokalyptische Zeit ist. Wir können uns quasi nicht entscheiden, ist das gerade ein Zeitvertreib oder nicht. Krass, was man für Gedanken hat, wenn man zu viel gesoffen hat, ne? Wir haben nicht gesoffen. Wir sind quasi, ich habe einen Bauchi extra hierher geholt. In diese alten Gemäuer, damit wir alle verstehen, MC Bauchi, MC Bauchi, Mann. Quasi nicht irgendwie ein Zeitvertreib ist, sondern
Wir müssen auf ein Ziel hinausgehen. Jetzt sag mal was, Respekt, Alter. Okay, Respekt. Respekt vor allen, die hier gerade das Video überhaupt schauen. Und Respekt vor allen, die den Bauchi, vor allen Bauchi, die Urlauber, König von sich selbst, mich, Generation 2013. MC, König, Urlauber, siehst du das? Bist du blind oder was, ey, Mann? Realitätserzeuger, egal was für ein Scheißname, wie Mojo von Berlin, Quelle der Gedanken. Ja, wir grüßen den Mojo, wir grüßen den Stefan, Sammy, und Nicole, wir grüßen Sammy auf, Sammy auf jeden Fall, wir grüßen Anni, wir grüßen Bea, wir grüßen Singende Schlange, Sonja, wir grüßen Sarah, wir grüßen Adam, wir grüßen Sina, wir grüßen den ganzen verdammten Rest der Welt, dir, man. Jemen, je. Yeah. Was? Mein Putzele muss auch. Putzele, Putzele auch definitiv. Tito, oh, ich hab Tito vergessen. Nein, ich kann nur nicht alle gleichzeitig als Erste nennen. Sam, Similia, what the Dillia. Ja, ich kiff immer noch seit immer mal das erste Mal. Weed aus meinem Zimmer raucht. Mein Lungen sieht vom ganzen Rauch schon aus wie eine Rosine. Und durch die ganze Non-Stop-Routine, die Augen rot wie Rubine. Aber ey, ey, an sich ist alles okay. Hauptsache, ich hab Bude da, um noch mein Paper zu drehen. Ich belausche gerade Leute aus der Szene, hörten, wie sie flüstern. Der Typ redet zu öfter und wieder, könnte sich gleich Stifter nennen. So, ich tu mir den Schläge, Robert, rumzahn. Da werde ich nicht mal, so rauchen, hat besser hin, weil was einmal auf dem Boden liegt, kann ich mir hinfallen. Ich belausche gerade Leute aus der Szene, hörten, wie sie flüstern. Der Typ redet so oft von wieder, könnte sich gleich besser nennen. Doch das hat nichts zu tun mit Imagepflege oder Gruppenzwang. Nur wenn ich nichts zu rauchen habe, fängt es überall zu jucken an. Komm ich denn da ins Internet? Ins Internet, ins Internet. Ich will ins Internet. Hier, mach sie nicht kaputt.